Frederik André Bjørkan. 23 Jahre alt, linker Verteidiger aus Norwegen, spielt aktuell noch bei Bodø Glimt. Hertha BSC hat wieder zugeschlagen. Freddy Bobic kauft wieder fleißig ein. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von What's Up Hertha. Ja, lasst uns mal in dieser anderen ungewöhnlichen Folge, denn eigentlich soll es in diesem Format nicht um Transfers gehen, über unseren neuen Spieler reden. Frederik André Bjørkan aus Norwegen wird ab Januar zum Kader der Herthaner stoßen und dort auf der linken Verteidigerposition spielen. Er ist schwer einzuschätzen, denn die norwegische Liga ist natürlich überhaupt kein Vergleich zur Bundesliga. Aber wenn wir jetzt mal gucken, wen wir da sonst so haben. Klünter, Plattenhardt, Mittelstädt, auch Niklas Stark könnte da spielen. Dann ist das sicherlich kein schlechter Call. Ein junger Norweger, der sich jetzt im Ausland beweisen kann. Dazu, wenn man sich noch seine Stärken anguckt, laut norwegischen Medien, hat er ein hohes Laufpensum, ein sehr gutes Dribbling, scharfe Flanken, einen scharfen Schuss und ähnlich wie Sefuik das sein soll, ist er eine Art Hybrid. Heißt, er ist zwar eigentlich im linken Verteidigung zu Hause, könnte aber auch genauso gut offensiv gehen und vielleicht Flügel spielen, was uns sehr gut helfen kann, denn Hertha hat, wie wir wissen, keine Flügelspieler, beziehungsweise nur Maolida und Marco Richter. Der eine davon hat unter Dardai nur zweimal gespielt. Marco Richter, Stammspieler, Top-Torschütze, aber auch schwankende Leistungen. Dementsprechend sicherlich eine gute Verstärkung. Wie er sich dann einbringen wird, wird man sehen. Ich meine, er ist noch jung, er ist 23, er kommt wahrscheinlich das erste Mal ins Ausland und muss sich beweisen. Aber ich gebe ihm eine realistische Chance. Der Vorteil ist auf jeden Fall erstmal, man macht nichts falsch. Bei Transfermarkt steht, er hat einen Marktwert von 1,4 Millionen Euro. Aber nicht mal die bezahlen wir, denn er ist ablösefrei. In Norwegen läuft die Saison ja etwas anders. Da spielt man vom Frühjahr bis in den Dezember rein. Heißt, er hat noch 2 Spieltage vor sich, könnte dann zum zweiten Mal hintereinander norwegischer Meister werden. Und danach ist er ablösefrei und kostet uns kein Geld. Außer halt sein Gehalt, was wahrscheinlich nicht ganz so hoch sein wird. Danach habe ich, blende sie hier ein, mal ein paar Statistiken aus der letzten Saison von ihm gegoogelt. Und dazu muss man sagen, sie klingen nicht ganz so berauschend für einen linken Verteidiger, allerdings echt nicht schlecht. Denn in 27 Spielen in der Elite-Serien hat er ein Tor gemacht und 6 Assists beigesteuert. Dazu hat er 8 internationale Spiele in der UEFA Europa Conference League, in der UEFA Europa League und in der UEFA Champions League absolviert. Und seit neuestem ist er auch Nationalspieler und hat bereits 2 A-Länderspiele absolviert. Am Ende bleibt festzuhalten, wir loben diesen Transfer mal nicht in den Himmel. Ich habe das leider viel zu oft gemacht, dass ich Transfers gut fand und am Ende sind die total gefloppt. Oder ich habe Transfers total als Flop abgestempelt und am Ende sind die total krass geworden und haben unserer Mannschaft extrem weitergeholfen. Deswegen warten wir einfach mal ab. Er ist halt noch jung, ähnlich wie Echelenkamp, der auch noch jung ist, vielversprechend war, aber starke Leistungen hat, wie auch schwache Leistungen. Ob er direkt Stammspieler sein wird, weiß ich nicht. Jetzt, wo Dardai nicht mehr da ist, gibt Korkut ihm sicherlich seine Chance ab Januar. Alles andere wird sich sehen. Sicherlich auf jeden Fall ein Transfer mit Perspektive und auch auf lange Sicht bestimmt gut angelegt. Also, was die Zukunft angeht, sehen wir jetzt schon, dass Freddy da gut investiert und da schon gut eine Richtung anschlägt. Wenn ich den Transfer bewerten würde, ich kann ihn halt schlecht einschätzen, weil die norwegische Liga habe ich keinen Vergleich zu.
Ich würde jetzt einfach mal eine gute 6 bis 7 geben. Ich finde den Transfer wirklich auch sehr sinnvoll und dadurch, dass er ja auch ablösefrei ist, macht man ja auch schon mal nichts falsch. Finde ich. Dementsprechend gebe ich ihm eine Chance und habe auch Hoffnungen in den Jungen. Und schlechter als Plattenhardt kann es ja nicht werden. Deswegen glaube und hoffe ich jetzt einfach mal, dass vor allem auch unsere Defensive und unsere Außenbahn durch ihn extrem belebt wird. Was meint ihr denn zu dem Transfer? Freut ihr euch auf den Jungen? Hat vielleicht sogar jemand Erfahrung mit dem Jungen und kann ihn einschätzen, weil er, keine Ahnung, Roma-Fan ist und ihn gegen die Roma in der Conference League gesehen hat? Schreibt mir das mal, wenn ihr da Erfahrungen habt. Wir sehen uns dann auf jeden Fall, sollte nicht noch irgendwas bei Hertha passieren, am Sonntag wieder nach dem Spiel gegen Stuttgart, dann mit der dritten Folge von What's Up Hertha und meiner Einschätzung zum Spiel. Bis dahin.